Es war ein König in Thun. Ich bin der Thorsten Pöhlmann und ich bin der Organist von der Benger Kirche. Als Zuschauer kenne ich ja TV Oberfranken und dann habe ich jetzt gedacht, man kann auch mal eben meinen Lieblingsplatz, die Benger Orgel, anpreisen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Das erste Mal an der Benger Orgel saß ich Heiligabend 2015. Das war sehr spontan, einen Tag vor Heiligabend. Und dann haben sie irgendwie alle Leute zusammengekarrt oder gesucht, die irgendwie spielen können. Und dann sind sie auf mich auch gekommen, weil ich den Benger Gesangverein auch leite. Das war dann so eigentlich überhaupt meine erste Berührung mit dem Instrument Orgel. Benger Orgel finde ich sehr speziell oder sehr gut, einfach von der Akustik. Also ich finde, sie ist sehr gut in die Kirche gebaut worden. Von der Akustik hört man eigentlich schon, ob eine Orgel in die Kirche passt, weil es gibt viele Orgeln, die dann einfach zu leise klingen oder einfach zu laut klingen. Also wenn man dann alle Register reintut und dann überknallt sie, dann hat man das Gefühl, das Dach fliegt weg. Und dann gibt es auch so Orgeln, für eine sehr große Kirche, und dann ist es eigentlich trotzdem relativ kleine Orgel, das klingt ein bisschen stumpf. Und bei Benk habe ich eben auch das Gefühl, wenn man es richtig laut macht, ist es nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Und wenn man sehr leise spielt, das liegt natürlich auch an der Benkakustik, weil Barockakustik trägt eigentlich ganz gut. Also das ist, auch im leisesten Register trägt es auch ganz gut durch. Absolutes Lieblingsstück ist von Händel die Sarabande in G-Moll. Die passt auch gut zu der Orgel, weil es ist kein so ganz wuchtiges Stück. Also es ist auch für so eine mittelgroße Orgel ist es, glaube ich, ein ganz gutes Stück. Durch das Barocke ist natürlich die Orgel auch schon optisch sehr schön mit der Markgrafenkrone und so. Also es ist klar, die Orgel, wo jetzt drin ist, die ist natürlich in die barocke Fassade reingebaut worden. Also das ist klar, die barocke Fassade, die ist so alt wie die Kirche, also etwa von 1750 oder 1740 herum. Und das ist natürlich schon, ja, einfach von dem Gold und von dem Ganzen, schon optisch berührt natürlich die Orgel einfach wahnsinnig schön. Gut, das Orgelspielen, das berührt natürlich den Glauben. Also ich bin ja hauptberuflich Sänger, und gerade beim Singen, also auch wenn man so Kyrieleison singt oder Introitus singt, das zieht einen schon irgendwie mit.